Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin Matt Chris und ich freue mich sehr, dass ihr wieder hier jetzt bei mir seid. Und wir schauen uns heute was von Schilz an. Eine Compilation hat mir schon länger nicht mehr den Kanal. Ich bin stark gespannt, was Schilz uns heute zu bieten hat. Und würde sagen, wir gehen direkt rein. Hier ist Schilz. Viel Spaß. Ja, Schilz, was haben wir denn da? 10 gruselige Videos, die uns die ganze Nacht in Angst und Schrecken versetzen werden. Große Versprechen. Wir schauen rein. Hier ist Schilz. If you need rest, then you might want to skip this video, because you'll be sleeping with one eye open tonight. These 10 scary videos are leaving viewers terrified all night. Number 10. Scratched. What happens when you're marked by the devil? We're about to find out. YouTuber Lindsay of Phantomette joins forces with the fam to investigate this haunted abbey. During an Estes session, Lindsay mentions the wind and the REM pod starts going off. And the last time somebody was in here. She said wind and it's going off. She can't hear it. Oh my god. Then, a moment later, this happens. What in the f***? What the f***? Yo. Yo. Was ist passiert? The fam explains what happened. Was ist das denn da für eine Deko? As soon as you said there was a gust or a wind, that thing started going off, and then you said something else, and I felt like something grabbed me. Okay, also er hat das Gefühl gehabt, dass er gestoßen worden ist, ja. Ja, gut, ne? Haben wir ja jetzt nur so halb mitbekommen. Back there. When they examine him, they see the mark of the devil. Do you see, hold this. Do you see anything on my back? You have 3 deep scratches, are you serious? Ist überhaupt nichts. Wait, hold on, I'm shining the light on you. I felt something like grinding and food scratching or something. There's 3, you're like, there's blood. Ja, so leicht, ne? Kann man sehen, aber. He was scratched, but by what? I think by something that doesn't want him here. Ja. Ja, ich bin bei sowas immer ein bisschen skeptisch, ne? Weil es ist schon was anderes, ob man Menschen körperlich irgendwie Schaden zufügt oder ob man halt nur Geräusche macht und den Leuten ein bisschen Angst machen möchte. Da gehört halt schon viel, viel mehr dazu. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, oftmals wirkt das auch so, dass das als Stilmittel benutzt wird bei paranormalen Untersuchungen, die nicht so laufen, indem man sonst nicht so viel Rückmeldungen bekommt. Ja? Vor allen Dingen bei paranormalen Untersuchungen aus dem US-amerikanischen Raum passiert das immer wieder, dass die Leute angeblich Kratzspuren haben, geschubst werden oder irgendwelche anderen Schmerzen empfinden. Ja, ich will dir da jetzt nichts unterstellen, definitiv nicht, aber es lässt sich nun mal jetzt halt nicht so einfach beweisen, ne? Weder das eine noch das andere. Deswegen hängt das jetzt auch ein bisschen immer davon ab, ob man den Leuten das glaubt oder nicht, ne? Here, number 9, I shine. Is this baby a demon? Or is this image simply distorted, trending in the Arabic-speaking YouTube community? Nein, das ist Nachtsicht. Unity. I came across this image as the thumbnail for a list video by YouTube channel blah blah. There's a small clip of the video in the list. Also mir ist halt aufgefallen, das habe ich ja auch schon in einem Video gestern oder vorgestern gesagt, dass bei Nachtsicht, und das ist eine Nachtsicht, dass dort menschliche Augen auch oft leuchten. Das ist mir sehr oft aufgefallen. Da wird auch selten was zu gesagt. Jetzt in diesem Fall soll es natürlich dann direkt eine Besessenheit sein. Ob das ein Dämon ist, der in dem Kind steckt. Nee, also ich weiß, beim normalen Licht und so weiter leuchten menschliche Augen nicht. Da ist keine Lumineszenz im Auge vorhanden. Nicht wie bei Tieren, ne? Bei den meisten Tieren. Aber bei Nachtsicht ist mir halt aufgefallen, dass es sehr oft der Fall ist. Unabhängig davon, ob das nun möglich ist oder nicht. Ich sehe es sehr oft.
The child looks briefly demonic as the baby monitor captures this creepy eye shine. Das ist noch nicht mal eine Lumineszenz, sondern es liegt einfach daran, dass Augen nass sind. Ja, es ist Augenflüssigkeit auf den Augäpfeln. Und das Licht spiegelt sich halt auch da drin. Und das wird halt, glaube ich, auch sehr oft mit aufgenommen. Ne? Weil die Nachtsicht nimmt das ja ganz anders wahr. Dieser Filter oder diese Sensorik davon, ja, die nimmt das ganz anders wahr. Kein Dämon. This short clip was all that the channel shared, and I couldn't find any other context or the original source. Do you know the original or full version of this clip? If you do, please share it in the comments so we can answer the burning question, is this a child or a demon? Number 8. Apartment Poltergeist. A subscriber contacted YouTuber Kolya of Seeker of Ghosts with a complaint of a poltergeist causing havoc in his apartment. Kolya heads to the place to investigate and to spend a sleepless night. With some candles, he asks the spirit to show itself. Если ты сейчас здесь и слышишь меня, прояви себя. Спасибо за то, что ты себя проявил. Das war ja wohl mal ein Bang, oder? Ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass wir wieder Küchenschränke sehen. Is here, not long after, it makes a bigger fuss. Küchenschränke. Офигеть, какая-то уже паранормальная активность. Просто смотрите, друзья. After shaking the desk and flickering the... Vielleicht einfach mal Lichter machen, ne? Vielleicht einfach mal Lichter machen, dass man mehr sieht. Ja, also... ...lights, the poltergeist starts throwing things... As he tours the home, more active. Mir ist bewusst, dass bei Dunkelheit viele Dinge eher getriggert werden. Ja, also ich kenne das Argument, warum gerade auch wenn es um paranormale Untersuchungen geht, im Dunkeln gearbeitet wird. Ist auch nachvollziehbar, alles in Ordnung. Nur wenn dann etwas passiert, ja, wenn etwas passiert, macht man das Licht an und schaut nach. Ja, damit man auch sicher sein kann, dass es etwas Paranormales war und nicht irgendwas anderes. In diesem Fall ist es natürlich gut möglich, dass er das halt nicht macht, damit man nicht sieht, dass das gefaked ist. Ja. Ich meine, er schwenkt mit der Kamera ja auch nie nach unten. Also er geht in den Raum rein, da ist die Kamera noch ein bisschen nach unten gerichtet, dann geht er mit der Kamera hoch, schwenkt rum und es rappelt und zappelt. Ja, was auch immer das war. Und anstatt er mit der Kamera einmal so ein bisschen rauf und runter, damit man halt sieht, was es ist, was da passiert. Bleibt er auf einer Höhe, dass unten schön sich jemand verstecken kann, dran rappeln und rütteln kann, ein Faden, ein Draht, was auch immer. Ja, es ist halt Show. Activity occurs in the next room. Ich finde die Soundeffekte im Hintergrund viel, viel gruseliger als das, was da passiert. And then this happens. Something is angry here, but as this is the end of the video, we won't see how that anger escalates, but if I had to guess, I'd say Kolya will get no sleep tonight. Number 7. Phantom filing. While one ghost is lecturing, another is filing papers. YouTube channel behind a side shares this video of a phantom seemingly... Das ist wie die Eröffnungssequenz bei Ghostbusters. Oder in der Bibliothek unten die ganzen Kärtchen da. ...getting some clerical tasks done. Ja, das ist aus einem... den Clip haben wir auch schon mal gesehen. Das ist aus einem längeren Clip. Da rappeln auch die Türen und so weiter. Das ist nur ein Teil davon. Und da fliegen halt auch Akten dann da raus. Ne? Also bei Ghostbusters, bei dem Film, die Spezialeffekt-Leute haben das so gemacht, dass die hinter dem Regalen halt saßen oder hockten und mit einem Föhn oder einem Gebläse die Kärtchen, die da rausflogen, halt dadurch nach oben geschleudert haben, sodass sie halt rausflogen aus den Schubladen.
Das ist jetzt hier nicht gemacht worden. Ja. Also der komplette Clip mit den rappelnden Tönen und so, es ist schon seltsam, aber naja. Well, I'd say the drawer falling open could be explained. How do you explain this? Ja, wenn ich wollte, könnte ich das erklären. Ich meine, das ist ja jetzt hier, das ist ja jetzt nichts, ich will es mal so sagen, nichts, was man nicht auch irgendwie nachstellen kann. Ja. Das ist schon möglich. So. Das würde als Erklärung schon reichen. Wie es jetzt genau gemacht wird, ja, da könnte ich jetzt hier eine Dreiviertelstunde lang rumspinnen, aber ja. Also entweder hat es in diesem Büro halt gespukt oder spukt es, oder es ist halt gefaked. Ne? Diese zwei Möglichkeiten gibt es. That's some spirited paperwork. Er hat keinen Bock mehr. I think the soul of a disgruntled former employee is here to cause havoc and mayhem. Das ist ja auch wohl eine traurige und schlimme Vorstellung, ne? Man stirbt und dann ist man auf der Arbeit gefangen bei sich, wo man gearbeitet hat. Ich kann mir, glaube ich, nichts Grausameres vorstellen. Number 6. Nevada State Prison. Abandoned prisons lock up the souls of true evil forever. YouTuber Jade of Ghost Club Paranormal teams up with Hollywood paranormal detectives to investigate the Nevada State Prison. As the crew rounds a corner, they immediately feel frightened. That wasn't the door. Maybe there's something following us. When they enter death row, a voice can be heard on one of their cameras. What? That's too creepy. Here it is again. What? And what? As they continue through the prison. Das war auch eine ganz andere Stimme. Es hörte sich tatsächlich auch weiblich an, würde ich sagen. Und es war eine ganz andere Stimme als die von der Frau, die ja jetzt generell da, ne, die paranormale Ermittlerin. They pick up more EVPs. Ja. Yes. And a moment later, this happens. Although the team said, das finde ich so faszinierend. Ne? Also bei all den Dingen, wo ich ja immer sehr skeptisch bin und sage, das kann hier und da und tralala, das kann das und das sein. Bei solchen Stimmen, die sich halt aus Geräuschen formen und so weiter, ich finde das immer sehr erstaunlich, dass man das so klar teilweise raushört. Und da kann man mir auch nicht damit kommen, dass das so eine Art Gehörparadolie ist, dass man sich das halt nur einbildet. Weil das sind oftmals wirklich mehrere Wörter hintereinander, die auch Sinn ergeben. Und ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Ja, gerade was so Stimmphänomene angeht. Das ist etwas, was mich schon immer sehr fasziniert hat und was ich wo ich unglaublich offen für bin, dass das tatsächlich existiert und dass es auch tatsächlich eine Möglichkeit ist für Wesen, die außerhalb unserer Wahrnehmung liegen, mit uns zu kommunizieren. Ohne jetzt bewerten zu wollen, was das für Wesen genau sind, ob das Geister sind oder ganz, ganz andere Lebensformen. Und ich finde das sehr beeindruckend, ob das jetzt EVPs sind oder ob das halt Stimmen ohne Körper sind, die halt so in dem Raum rein sind, die man so im Raum hört. Das ist sehr beeindruckend, finde ich. Beeindruckender als Küchenschranktüren, die auf und zu fliegen. Says this is a disembodied voice. It sounds like a doll's voice to me. A moment later, their REM pod device goes off and they capture yet another EVP. I wonder who Archibald is. There seems to be plenty of activity in this prison, so I have no doubt that whoever he is, he's still here. Number 5. State Penitentiary. From the moment they enter this state prison, the YouTube team Ghost Quest. Schon wieder ein Knast. Ja, sind halt auch Orte, ne,
wo die Menschen halt teilweise ihr ganzes Leben verbracht haben oder ihr halbes Leben. Und in dem auch sehr, sehr viel Energien, glaube ich, sich halt speichern. Ne? Das ist halt so. Die sind da und entladen sich dann in gewissen Situationen. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ich mag Clips und Ausschnitte aus Erkundungen in Gefängnissen und Krankenhäusern und so. Das ist immer sehr spannend. Quests feels they're not alone. Is there anyone in here? What was that? What was that? A villain seems to be lurking around every corner. What the is that? Someone just ran behind you, dude. What the Did you hear that? That sounded like a And as they hear footsteps, things get weirder. Someone just spit on me! Oh God. Someone just spit on me! Did a spirit just spit on him? Das ist ja was ganz Neues, Mann. Jetzt wird nicht nur mit irgendwas nach jemandem geworfen. Jetzt werden die paranormalen Ermittler schon angespuckt. Ja, das Ektoplasma. Okay. Or is there simply a leak in the ceiling? Ja. I'm leaning more toward... Ich würde fast behaupten, dass es irgendwo tropft. ...the demon when he is confronted by the being shortly after... Dude. Hold on. Come here. Where's your light? I need your phone light. Oh, nee. That was me. Oh my. Alles klar. You have a huge scratch mark. Look at this. Two red scratch marks appear across his back. I think he was just spit on and scratched by a ghostly convicted criminal. And who knows what more he'll try to get away with in the darkness. Number 4. Glendale Stagecoach Station. Colorado's 19th century Glendale Stagecoach Station and Inn has seen many aware... Da ist ja eine Ruine, alter Schwede. ...weary traveler pass on through, and now it seems some of their spirits lay their heads here to rest. YouTube Team Aiden's Escapades investigate... Da ist ja gar nichts mehr von da, ne? Von dem Gebäude. Was war das jetzt gerade? Station da irgendwas mit für Durchreisende? Nur noch die Grundmauern und die auch nur noch zur Hälfte. Gates this historic haunted way stop while using a spirit box, Aiden receives some strange messages. And this. Someone is watching and they need help. A while later, they plead again. Would you help these lost souls? I think it could all be a con, but I'd probably have to try. Ja, wie soll man denen helfen? Ich habe das auch schon bei anderen Untersuchungen, die ich mir angesehen habe. Man hat das mit einem Portal oder einer Spiritbox oder was auch immer, da halt Stimme empfangen und die fragen nach Hilfe. Die Frage ist auch immer, inwieweit kann man diesen verlorenen Seelen überhaupt helfen? Vielleicht hilft es schon zuzuhören, ne? Vielleicht. Number 3. Ottawa Jail Hostel. This former jail has been turned into a hostel in Ottawa, and YouTube team GHOST are here to spend the night. As they settle in, the team hears some unexplained tapping. Once in the gallows, they're still hearing things. Did you guys just hear something down here? Hello? There's somebody down there? In one of the halls, the team captures a heartbreaking EVP. You can hear crying and a voice saying, come back, and in another...
Also gut, das mit den Stimmen ist eine Sache, was Geräusche angeht, gerade in so Gebäuden, in so alten Gebäuden, da gibt es nun mal Geräusche. Ich meine, das ist jetzt halt kein Gebäude aus Holz, aber es hallt sehr stark und irgendwas arbeitet da immer, ja. Und wenn es auch nur Wasser irgendwo ist, da hört man schon mal eher auch Geräusche. Also bei den Geräuschen bin ich immer auch ein bisschen skeptisch. Es kann halt auch immer irgendwas sein, was das Gebäude halt, die Geräusche, die das Gebäude selbst verursacht halt, ne? Aber bei den Stimmen ist man wieder erstaunlich, dass man das auch alles so gut raushört, ne? Das ist sehr, sehr gut. Und das formt sich ja durch die verschiedensten Geräusche halt. Also wenn irgendwo Wasser tropft oder so, dann kann sich aus diesem Geräusch, wie dieses Wasser tropft, halt eine Stimme formen und man hört was da raus. Und das ist einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Pareidolie ist, die sich fürs Gehör, ja, dass man sich da also was einbildet zu hören. Das kann ich mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, weil oftmals passt das, was da gesagt wird, auch ungefähr zu dem Ort. Ja. Auch so, dass der Vibe, wie das so rüberkommt, so wie jetzt hier, man hat da ein Gefängnis und man hört ein Wimmern, Weinen und dann wird irgendwie was gesagt, was man auch gut versteht. Das passt ja dann zusammen halt, ne? Ja, ist schwierig zu sagen. Das Phänomen lässt sich halt wissenschaftlich überhaupt nicht erklären. Es sei denn, man geht halt auf die Schiene, dass das Gehör sich das einbildet, ne? Another cell block, a door slams. While a window opens. With so many pieces of evidence, I am left without doubt that the Ottawa Jail Hostel is haunted. Ja, ich glaube auch, dass es da spukt, definitiv. But is it Waylon or one of the many other inmates whose days were numbered here? Number two, demon. YouTuber Ali H is trapped by a demon in his very haunted house. Using a spirit app, he attempts to communicate. Come on, give us an answer. They mean you harm. Oh my. They mean you harm. What the. And then, a moment later. What the. They mean us harm. And now. The record player is playing. You're okay, thanks. The record player starts playing on its own. Later, while reviewing the footage with his partner Emma, they notice a glitch in the video. See that? In the evening, Ali is brushing his teeth when the lights start to flicker again. That is what we're dealing with right now. Brush my teeth, and that started happening. I don't think Ali is ever going to get rid of this demon. Stromschwankung. He let the evil in, and now it's made its home here. I've got a challenge for you. Since you've made it this far, why not like this video and hit subscribe in the next 5 seconds? Because I upload 4 new scary videos every week. If you're curious about what I look like in real life, then go to my Instagram at DylanIsChillinYT and tap that follow button to find out. Number one. Numero uno. Trapped. Some places are so thoroughly haunted that they trap you. YouTuber D-Doc Michael discovers what trapped him in this scary video. Inside, he hears something being dragged. While searching the place, he becomes frightened, and the spirits want to play ball. He approaches the bathroom again. Then. Something is in there. He decides to face it. Ich liebe dieses Drama, was bei den paranormalen Untersuchungen im asiatischen Raum immer so ist, ne? Das liebe ich. Oh. Es ist so Klischee teilweise, ne? Tut mir leid. Ach so. I don't think it's the wind. He re-enters the bathroom and you can hear some subtle noise. 소리. 그렇지.
아. 부었어, 하나. 여기 와, 추워. 와, 소름 끼치게 춥다. 잠깐 문 좀 열겠습니다. 잠깐. 아. The demon has escaped and then it traps him. 안녕하세요. 박 아, 뭐야? 문. 이거 바람 아닌데. 잠깐만. Oh Gott. Was ist denn dieser Schrei danach? Und seine Hand, als wenn man sich in so einem, irgendwie so ein Videospiel befindet. Oh, Leute, ey. Leute. Das ist pure Unterhaltung, ganz ehrlich. Das ist gut gemacht. Muss man das sagen, ne? Aber hart drüber, ganz hart drüber, wirklich. Will Michael get out of this place alive? Well, he must have. And here's the proof. This video that's leaving viewers terrified all night. There's safety in numbers. Ja, also er muss es geschafft haben, weil er hat das Video hochgeladen. That must be why the most... Ja, gut. Das war's. Harter Tobak, ne? Harter Tobak. 10 Clips. 8 davon waren eher so... Nix. Keine Geister. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu dem Video von Schills und auch zum Kanal. Ich kann nichts weiter tun, als mich zu empfehlen und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Also haltet die Ohren steif, macht's gut. Adios.